So, liebe YouTube-Freunde, was machen wir denn? Wir holen oder machen Stange raus. Das ist noch so ein Wipfelstückchen, das habe ich gerade rumgedreht. Ich tue jetzt noch ausasten. Und man sieht es da auf dem Anhänger. Stange. Ja, Bohnenstange geht nachher stützen. Auch für die Wipfelbeam. Wenn praktisch Lashbrot zum Runterbrechen, dass man die stützen kann. Und das mache ich heute. Teilweise müssen wir die erst wegsägen. Teilweise da drüben, das kann ich vielleicht noch einmal noch zeigen, gehen wir mit der Harp oder mit der Heppe oder Schweizer Gürtel gehen wir sie wegmachen, aber ja, stellerweise sind sie einfach ein bisschen stark. Da geht es mit einer kleinen leichten Motorsäge schneller. Genau. Jetzt mache ich mal noch eine Weile weiter, weil die Sonne kommt raus. Wir sind da unten im Tal. Da hört hier der Wald auf. Da kommen die Waldwiese laufwärts. Und dann fängt der Wald wieder an. Und man merkt jetzt so, seit einer halben Stunde wird es merklich warm hier unten. So, liebe YouTube-Freunde, eigentlich wollte ich das nur zeigen, wenn man jetzt einmal Häpple schafft, aber irgendwie ist das untergegangen. Also so seht ihr aus, da gibt es verschiedene Modelle. Das hier hat jetzt eine Nase nach unten, ist einseitig angeschliffen, also dass man hier zu meiner Linken am Stamm runterfahren kann. Ja, wie gesagt, das hat jetzt die Nase nach unten. Das hier hat jetzt oben eine Nase, wo man auch Kräle, also so Reisbüschel machen kann. Kann man auch mal was herziehen. Das ist zweiseitig angeschliffen. Und das hier ist auch noch ein altes. Das ist von meinem Ene. Das ist gleich wie das in der Mitte, allerdings auch nur einseitig angeschliffen zum am Stamm runterfahren. Und da gibt es auch nochmal andere Modelle, wo aussieht, praktisch vorlaufend und vorne noch aussieht wie ein Schuh, wo nach hinten wie ein bisschen Absatz und nach vorne noch weiter. Also ich denke, da wird es auch von Region zu Region verschiedene geben. Jo. Bei uns hat es jetzt angefangen zum Regnen. Ich mache jetzt Feierabend und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüssi!